Zu einem neuen Video. <laughs> Entschuldigung. Und zwar geht es wieder um, oder wieder geht mal um das Xiaomi 13T Pro. Beziehungsweise um Android 13 MIUI Version 14.05, glaube ich, habe ich drauf. So, der Fingerabdrucksensor funktioniert arschgeil. So, und zwar über das Telefon. Wir haben hier MIUI-Version 14.0.11 und die Android-Version 13. Können wir auch ein paar Mal draufdrücken. Hier, Android hat ja die Uhr. Normalerweise müsste hier auch dann irgendwo mal was stehen, wenn man hier mehrmals draufdrückt, normalerweise. Das hat aber bei meinem letzten auch nicht geklappt. Da müsste dann eigentlich Android 12 drin stehen. Oder 13? Ich weiß es gar nicht jetzt. Ja, jetzt kann man halt nur die Uhr verstellen. Naja, okay, gehen wir zurück. So. Und da möchte ich euch ein paar kleine Tricks zeigen bzw. verraten. Äh, wir haben bei der neuen miui version deutlich weniger bloatware, also ich hatte eigentlich kaum bloatware drauf, äh, also Apps, die von Anfang an drauf waren, die man nicht braucht. Äh, wir haben auch relativ wenig Werbung von Anfang an. Endlich. Früher war die rechtfertigt bei äh, Xiaomi, dass man viel Werbung reinballert. Weil die Rente dementsprechend günstig waren und die sie halt mit Werbung finanziert haben. Mitunter. Äh, ist in der heutigen Zeit jetzt nicht mehr so rechtfertigt, wenn, wenn man hier so ein Premium-Smartphone hat. Also 13, 13T Pro gehört ja zur Premium-Spalte und kostet ja äh, im normalen Zustand, was ich hier habe, glaube 899. Ich habe sie mit Vertragsverlängerung. Und zwar habe ich ja hier. Ich habe 12 GB Arbeitsspeicher, beziehungsweise nicht ganz. Ich habe zwar 12 GB, aber 6 vom System werden noch weggenommen. Das heißt 18 GB. Ja, die 6 vom System sind natürlich nicht so schnell wie der normale Arbeitsspeicher, aber rein theoretisch habe ich 18 GB. So. Das System erweitert den RAM um 6 GB. So, verwenden. Das ist halt nicht von Anfang an bei den meisten, dann müsste ihr dann einfach hier bei RAM mehrmals drauf drücken. So, und dann noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 17 Mal. Ich mache mal richtig. so Also geht halt auf Einstellungen über das Telefon und dann geht hier auf detaillierte Informationen und Spezifikationen und habt ihr oben den RAM und da dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Na, noch ein paar Mal mehr. Oder weil ich es jetzt schon angemacht habe. Naja. Na jetzt geht es nicht mehr, weil ich schon aktiviert habe. Normalerweise kommt der, dann, habt ihr eben gesehen, dass der Arbeitsspeicher um 6 GB vom System erweitert wird. Also die gehen euch von eurem internen Speicher natürlich abhanden. Oder mache ich jetzt nur zu schnell? Normalerweise müsste das dann immer wieder kommen. Nee, klappt nicht, aber hier unten könnt ihr dann auch noch bei kernel version hier ein paar Mal drücken und dann habt ihr hier so ein. Ich bin zu weit, gegangen. Also, ich gehe noch mal rein. So, raus. Okay. So, also hier kernel version vom Handy und da müsst ihr, glaube drei oder vier Mal. Eins, zwei, drei, vier. Viermal. Und dann habt ihr hier praktisch alle zum, alles, was euer Handy kann zum Testen. Ihr könnt die SIM-Karte testen, ihr könnt den eSIM testen, ihr könnt den Bildschirm testen, also müsst da Linien lang machen, ihr könnt die Vibration testen, ihr könnt den Klingelton testen, ihr könnt die Farben testen, ihr könnt die Kamera testen. Es ist, wie gesagt, 35, 35 Dinge vom Handy könnt ihr hier testen. Ja? GPS, alles. Okay. Dann haben wir aber noch, äh, wenn wir auf den internen Speicher gehen. Der ist ja hier. Ich habe 512 GB. Und da waren dreimal. 1, 2, 3. Ne. Ist dann viermal. Entschuldigung. 1, 2. Jetzt habe ich ja schon gedrückt. 1, 2, 3, 4. Jetzt war ich zu langsam. Nochmal. So. Wo haben wir denn jetzt? Ja. In der Speicher 1, 2, 3, 4, 5. So, da ist es jetzt da. Also eigentlich bei 4 mal. Da stand jetzt auch noch immer eh klicken. Und da habt ihr hier auch nochmal so einen Test. Dann könnt ihr Telefon 1 testen. Ja, da habt ihr verschiedene Möglichkeiten. WLAN, Anrufe hast du nicht gesehen. Telefon 2. Also Telefon 1 und 2 sind die SIM-Karten, soweit ich weiß. Und dann haben wir hier noch die äh, WiFi API und WiFi Config und Wi-Fi Status. Kann man dann hier abrufen. Und hier auch testen. Und dann hier Pass, Pass, also passt alles, alles im grünen Bereich. Und die Entwickleroptionen, ihr habt da dann auch noch die Möglichkeit bei Basset, warte doch gleich hier oben. Was war denn das internet modell Ah, jetzt haben sie es bei MIUI-Version haben sie reingemacht. Bei meinem alten Handy war es noch bei, bei, bei einem anderen Punkt. Und jetzt haben wir hier den Punkt MIUI-Version und Android-Version. Also Android-Sicherheit-Update haben wir jetzt vom 1.9.2023 und die MiUI-Version, sind wir bei 14.11, logischerweise, habe wie ich euch vorher gesagt habe, da müsst ihr neunmal draufklicken, hintereinander, so schnell wie ich das mache. Und dann habt ihr die Entwickleroption freigeschalten. Und da könnt ihr, wenn ihr, euer, wenn ihr ein Backup von eurem Handy machen wollt oder äh, irgend sowas, da könnt ihr das USB-Debugging einschalten und noch viele andere Sachen. Macht da aber keinen Blödsinn, da kann man auch viel verstellen. Ja? So, dann. So, das hatte ich ja damals schon mal gemacht, zu den Widgets. Ja? Also mit der schlanken, mit der normalen Uhr. Ja? Widgets. Bei mir sind jetzt hier ein paar viele Uhren. Ja? Also auch hier in Runenschrift zum Beispiel. Oder soll Runenschrift darstellen. Weil ich mir verschiedene Themen installiert habe. Wenn ihr ein Thema installiert. Und die meisten sind wirklich gratis. Bei äh, Xiaomi, was sehr geil ist. Boot -Logo kann man auch ändern. Aber habe ich noch nicht rausgefunden, wie das geht. Weil da habe ich bei äh, beim, im Themen, in der Themen-App noch gar nichts gefunden. So, aber wir haben ja hier die Uhr und da können wir hier raufklicken und kommen halt zum Bäcker und alles drum und dran. Hier bei Wetter können wir raufklicken und kommen zum Wetter. Ja, das ist halt jetzt die einfache Variante, die ich hier habe. Es gibt auch noch eine größere Wetter-App mit, äh, mit den sechs Tagen Voraussicht. Aber mir fällt das kleine eigentlich ganz gut. Wobei ich vielleicht einmal überlegen will, ob ich auch mal eine große Uhr mache. So, und zwar haben wir denn hier oben bei mir das jetzt so zu sehen. Na, ja, der ist im klassischen. Achso, wie ja, ja, der ist im klassischen Modus Young. Habe ich ja. Habe ich ja in dass der im klassischen Modus Young ist. Weil normalerweise. Achso, da hatte ich glaube ich irgendwas aktiviert. Aber was ich da aktiviert habe, weiß ich nicht. Normalerweise habt ihr das dann halt diese neuen, diese großen Icons. Da müsst ihr dann halt, wie ich es in meinem äh, Video schon mal gezeigt habe, ich werde euch das in, in die Infobox packen. Da müsst ihr dann fast mal ganz nach unten und dann alle Widgets, äh, alle anzeigen und dann noch immer alle. Und dann habt ihr auch die Ansicht wieder, die, wie ich es hier habe, wo wirklich jede einzelne Kleinigkeit euch angezeigt wird bei Widgets. So dann vielleicht noch interessant äh, der Dark-Modus. Ihr seht ja, hier ist alles schwarz. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in die App gehe, hier ist. Äh, für Teams ist auch alles schwarz. Telefonbuch, dann ne, gehen wir mal darüber raus. Äh, wo kann ich noch reingehen, wo man nicht so viel sieht? Na, gehen wir mal hier. In, da. Wir sind jetzt einfach mal im Google Play Store. Auch hier seht ihr, dass alles schwarz ist. Manche Apps funktionieren aber nicht. Da ist auch ein Manko, muss ich sagen. Ich zeige euch jetzt gleich was, wie ihr das in den meisten Apps erzwingen könnt. Aber es funktioniert nicht bei allen. Zum Beispiel hier bei die habe ich gesagt, die soll schwarz sein. Die ist immer noch weiß. Ja? Kann ich euch auch gleich zeigen. Oder Switchbot, die ist schwarz. Oh, die ist auch schwarz. Meros, was bei Meros? Ja, Meros ist halt auch nicht schwarz. So. Und Amazon ist bei mir schwarz. Damit ihr das mal sehen könnt. Also Amazon sieht bei mir so aus. Also oben ist jetzt blau äh, durch äh, äh, noch übrige geblieben vom Prime Day. Prime Day, ja. Und dann ist hier sieht also da alles schwarz und auch hier unten ist alles dunkel. Ja. Und normalerweise sieht das nämlich auch anders aus. Das wird bei Amazon nämlich nicht unterstützt der Dark Modus. So, wir gehen einfach mal hier. Auf immer eingeschaltetes Display müsst ihr gehen. Ja, also, so heißt es bei mir. Da geht ihr drauf. Nee, Quatsch. Anzeige. Entschuldigung. Anzeige müsst ihr drauf gehen. Und dann habt ihr den hellen Modus. Und da sieht Amazon ja bei mir auch wieder so aus. So sieht es bei euch ja auch aus. Ja, und hier oben ist auch nicht blau, sondern grünlich so. Und so. Die App ist weiß. Und Mios ist immer noch weiß. Wire weiß. Switchboard ist dann auch weiß. Hm, Kontakte. So, Google Play Store, weiß. So. Wecker und Uhren auch weiß. Ja, Teams. So, ja. Also, ich denke mal, das reicht zum Vorstellen, dass alles weiß ist. So, wir machen es wieder schwarz. So. Und wir gehen nochmal zu Amazon. Amazon ist jetzt auch wieder schwarz. Was bei euch dann natürlich nicht ist. So, und zwar müsst ihr weitere dunkle Optionen, Dunkelmodus Optionen anklicken darunter. So. Wallpaper zum Dunkelmodus aktivieren. Text und Hintergründe automatisch anpassen, will ich euch empfehlen. Nicht, dass wenn ihr eine schwarze Schrift habt und dann alles schwarz macht, seht ihr die Schrift nicht mehr. So ändert da die Schrift dann in Weiß. Welchen Finger habe ich denn jetzt genommen? So. Dann könnt ihr das einfach erzwingen. Bei Switchboard funktioniert das super, dann brauche ich es nicht. Bei Tuya habe ich es erzwungen. Wir suchen uns jetzt mal hier Meros. Meros, so, gehen wir einfach mal. So, Google Play wird unterstützt. <laughs> Teams wird auch unterstützt. Uhr wird auch unterstützt. Switchboard wird unterstützt. Meros nicht, es bleibt weiß. Tuya auch nicht bleibt auch weiß xiaomi app geht dunkel wetter Better, Black, wetter bleibt ja. wetter ja, und auch der themenshop so aber ihr könntet halt auch bei anderen apps so. Die jetzt hier zum Beispiel. Oh, wie habe ich mich da angemeldet? So, ich melde mich da einfach mal Google an. So. So, hier ist es jetzt auch nicht dunkel. Jetzt können wir mal gucken, ob was passiert, wenn wir das jetzt erzwingen. Und in die App gehen und wir haben sie jetzt auch schön dunkel. Ja? Wie gesagt, hier wird kein. Hier ist ja weiß, seht ihr das? Und wenn wir jetzt wieder zurückschalten, wir sagen, nee, wir wollen den dunklen Modus nicht erzwingen. So, und gehen da wieder rein. Die Schrift ist schwarz, das ist grün. Das wird von grün in weiß. Hier oben schwarze Schrift. Ich gehe nochmal rein. Zack. Und dunklen Modus erzwingen. Bumm. Dann wird es von Grün in weiß. Die schwarze Schrift wird weiß, hier wird weiß. Und man kann halt alles super sehen. Ja? Auch bei Apps, halt, die das halt nicht unterstützen. So, hier ist jetzt mein Währungsrechner. Da können wir das auch gleich mal versuchen. Der ist auch gleich hier oben. Also die Apps, die ihr gerade aufmacht, sind immer gleich ganz oben meistens. Meistens. So, und der ist jetzt auch dunkel. Dann haben wir Bridonka. Achso, da kann ich mir dann muss ich ja keine Karte drin. Polnische McDonalds App. So, Bridonka haben wir gleich mit anmachen. Zack. Und hier haben wir jetzt auch dunkel. Es gibt leider sehr sehr viele Apps, die das nicht unterstützen. Also die das nicht unterstützen. Ja, hier haben wir jetzt die Autobahn-App, auch eine App, die ich euch empfohlen habe schon mal. Da könnt ihr dann prüfen, ob irgendwie Staus unterwegs sind, sehr genau. So und die selbst, in die ist dann schwarz und ihr könnt wirklich ja auch. Aber wie gesagt, es wird halt nicht. Diese einzelnen Apps werden halt nicht für Den Dark Modus äh, ähm, unterstützt, aber ihr könntet erzwingen. Früher gab es noch eine geilere Variante, da ich habe da einmal nur einfach Dark Modus erzwingen gemacht und dann wurde der Dark Modus in sämtlichen Apps erzwungen. Bei einigen hattest du dann Probleme, da konntest du sie dann separat ausschalten oder so, weil du die Schrift dann nicht mehr sehen hast, weil sie die nicht umgestellt hatten. Aber so im Großen und Ganzen war das eigentlich ganz cool. So. Äh, so, achso, den Entwicklermodus wollte ich euch ja noch zeigen, den wir vorhin angeschalten haben. Da gehen wir einfach mal ganz nach unten. Also Einstellungen ganz nach unten. Weitere Einstellungen. Das nehme ich jetzt neu. Und dann muss hier irgendwo der Entwicklermodus sein. Da haben wir die Entwickleroption. Ja, und die sind angeschalten und da könnt ihr dann. Hier oben ist dann zum Beispiel das USB-Debugging, was er braucht für, für einige Apps, um, um Backups von einem Handy zu erstellen. Aber hier könnt ihr ja noch viel mehr Funktionen machen. Hier ist wirklich, irgendwie kommt hier immer mehr, mehr, mehr und mehr rein. Also die Entwickleroption, wenn ich mich, hier Harvey. Auch war irgendwo noch der Highspeed-Energieladen-Modus oder irgendwas oder nee, der ist ja nicht mehr jetzt einzeln anschaltbar. Der ist jetzt immer an. Ähm, ich kann mich noch erinnern, ich habe mit dem Samsung damals angefangen mit dem äh, S 3 zu Routen damals wegen Werbung äh, blocken. Das ist, geht eigentlich ganz gut. Aber hier, das ist, was hier alles drin ist. Also so viel war damals definitiv nicht drin. Hier kommt immer mehr rein. So, aber wie gesagt, apropos Werbeblocken. Einstellungen, also hier das Zahnrad ganz normal gedrückt dann halt sind wir hier oben, wir gehen einmal mal ein Stück runter hier Passwort und Sicherheit da drauf ganz nach unten und dann haben wir hier dieses graue Feld und da drüber ist es äh, Entschuldigung Automatisierung und Widerruf, ja und da müsst ihr also Kalender und also alles, was so automatisiert wird. Also, ähm, was weiß ich, der Kinder Kalender wird automatisiert und, und was weiß ich. Also, das ist hier alles drin. Update für äh, System-Apps. Auf keinen Fall ausschalten. Ja, das ist dafür da, dass eure System-Apps hier ja, updatet werden. Und Xiaomi Sim, Akku, Einstellungen. Also, das würde ich alles so lassen, aber dieses MSA. Das will ich ausschalten. Das ist für die Werbung zuständig in den meisten, meisten Miui-Apps. In einigen muss man es separat nochmal ein- und ausschalten und für die ganze Smartphone. Das zum Beispiel auch hier, wenn wir auf Einstellungen klicken, hier oben nicht noch irgendwo ein Werbepost oder irgendwas ist. Das ist halt bei war schon immer bei Xiaomi so, dass es halt viel mit Werbung ist. Und in den einzelnen Apps, Galerie und so müsst ihr halt das sowieso deaktivieren. Wir nehmen uns jetzt einfach mal den Mi Browser. Das ist der hier. So, das ist der ganz normale Mi Browser. Und oh, ja, ich weiß. So. Oder ist nicht. Was ist das für eine? Ah, das ist der Samsung Browser. Ne, den brauchen wir nicht. Das Browser. So. Dann auf mein Profil. Zahnrad. Und dann muss man hier gucken, ob hier irgendwo ob hier irgendwo Werbung steht. Das steht auch direkt unverblümt da. Werbung den kann man an- und ausschalten. Steht jetzt hier nicht. Hm. Haben wir hier zum Beispiel die Video-App. Ah, ne, die will ich nicht, denn nervt sie mich wieder nur. So, die Musik-App. Und dann gehen wir hier oben auf Einstellungen. Einstellungen. Erweiterte Einstellungen. Und dann war hier eigentlich auch immer irgendein so Werbeblock. Ich, die benutze ich zu selten, deswegen habe ich, hab ich Jo alle zu gelassen eigentlich. Ne, komm raus. Galerie. Ne. Einstellungen. So, ja, wir haben auch nicht. Das war mal mehr. Das war mal vier, vier mehr. Die haben wirklich in fast allen Apps haben die Werbung gehabt. Dann müsst ihr eigentlich in der Regel immer, ich mache jetzt einfach mal hier nochmal, zack. Na, dann müsst ihr eigentlich in der Regel wart immer hier oben drei Punkte anklicken. Jetzt haben wir halt hier Profil und dann gehen wir hier oben nicht mehr drei Punkte, sondern Einstellungen, also dieses Einstellungsrat und dann muss man hier gucken, ob hier irgendwo Werbung anzeigen. Das steht auch wirklich ganz. Steht wirklich so, dann auch da, ob. Na, äh komm, abbrechen. Werbung an und aus. Also da steht auch nicht, das ist auch nicht eine Unterkategorie oder, dass es irgendwie mit versteckt dasteht steht oder so. Es steht wirklich da Werbung. Und dann macht er einfach ein Häkchen und dann macht er das aus bei den Älteren. Äh, das ist selbst, selbst hier bei mir jetzt auf dem, wenn ich jetzt zum Beispiel. Äh Wo oh, habe ich denn hier bei mir den Mi-Browser? Ach da. Ne, ich bin ja jetzt, wo bin ich jetzt drin? Ach, bei Videos. So, hat mal was rausgehen hier. Hier Mi-Browser. So. Na. So, MI Browser, muss ich gucken, dass hier wieder was gezeigt wird. So, und dann halt hier auf das, dann auf Einstellungen. Hier sind jetzt auch nicht drauf. Äh, Video. So. Einstellungen, immer oben rechts Einstellungen. Früher waren es drei Punkte, jetzt haben wir so ein Einstellungsrad. Also so ein Zahnrad finde ich schon besser, übersichtlicher. Aber hier ist es jetzt auch nicht mehr. Musik, Einstellungen, Erweiterte Einstellungen, Schlagmodus. Also scheint wirklich aus vielen Xiaomi eigenen Apps jetzt wirklich, ah, wir haben ja Themes rausgeflogen zu sein. Hier haben wir jetzt auch wieder Werbung. kurz, ist Xiaomi Werbung, aber ist Werbung. So Zahnrad. Da haben wir den Punkt Werbung anzeigen aus. Steht doch wirklich da Werbung anzeigen. Ja? Ich zoome mal kurz. Das einfach ausschalten. Na, das haben wir dann hier natürlich auch. Also früher war das in, kann ich euch sagen, äh, sämtlichen xiaomi apps drin. In sämtlichen. So, hier. Da. Zahnrad. Äh, hier habe ich zum Beispiel den Punkt erweiterte Einstellung gar nicht, wie ihr seht. Also ich gehe hier auf das Zahnrad. Und dann habe ich hier. Hier, Werbung anzeigen, steht bei mir dann halt jetzt hier zum Beispiel direkt da. Kann ich an- und ausmachen, ich habe es ja hier jetzt schon aus. Also früher war es wirklich in sämtlichen Apps. So, dann noch ein Tipp. Der ein oder andere hat es vielleicht ja schon mitgekriegt, dass wir hier so eine neue Benachrichtigungsbar haben, Benachrichtigungszentrale, was weiß ich. So, das ist einfach so. Hier runterwischen, da sind Nachrichten drinne. Und wenn man auf der rechten Seite runterwischt. Helligkeit, laut leise und verschiedene Apps. Hier ist jetzt praktisch Internet an, mobile Daten kann ich jetzt hier nicht anmachen. Hotspot ohne, Taschenlampe könnte ich anmachen. Ich meine, dann kommen wir jetzt hier noch die anderen Apps, die äh, ne, Schnellzugriffe. schnell zugriffe. Hier können wir auch Suche machen. Also ne, Achso, nee, da hat er den Roborock jetzt drin von der App. Ja und normalerweise ist das auch hier weiß oder je nachdem bei euch vielleicht auch in anderen Standardfarbe, ich habe es bei mir blau. Ja, wenn ihr das ändern wollt, dann müsst ihr Thema anpassen. Ihr müsst ein komplettes Thema anpassen. Also manchmal ist es möglich, ich, ich habe also bei meinem bei meinem T Pro habe ich leider nicht rausgefunden, mit welchem Punkt wurde festgemacht, ist, dass die Farbe oben anders ist. In einigen, in einigen Themen war es so, wenn ich halt das Hintergrundbild nur geändert habe und dann gesagt habe, stell ein und dann gesagt habe, jo, komm, ich will was anderes haben. In einigen musste ich das ganze Thema installieren, bei anderen war das Sperrbildschirm. Ich habe keine Ahnung, war bei dem FT Pro ganz kurios äh, und habe es dann auch offen und habe jetzt eigentlich immer das komplette Standardthema installiert. Also wenn ich jetzt hier irgendwie... So. Themen. Das sind jetzt meine Themen, die ich habe. Wir nehmen jetzt zum Beispiel das Controllerthema. Machen wir mal beim Bild groß. Dadurch haben wir halt ein anderes Uhrendesign. Ja, die Apps sehen anders aus. Und haben wir hier die Bar mit drin Natürlich haben wir sie hier nicht mit drinnen. Äh, haben wir sie hier mit drinne? Hier haben wir sie teilweise mit drinne. So. Da ist dann halt durchsichtig. Ja, und hier unten sind dann die Icons und die sind dann. Aber wir haben mit halt die Bar halt nicht direkt drin. Was sehr schade ist. Äh, hier haben wir auch nur. Ja. Das ist halt sehr schade, da müsst ihr lange suchen, bis ihr ein Thema habt, was euch gefällt, dass es auch so ist. Ich weiß jetzt gar nicht, bei welchem. Das, das war glaube ich dieses hier mit dem Chip. Ja, und später könnt ihr euch die Icons und alle, die ja noch anpassen, wie ihr haben wollt. Ja. Oder hat, kann auch sein, dass es bei euch dann mit der Grundfarbe zusammenhängt, die man dann auswählen kann. Man kann ja auch eine Grund... also das ist ja dieses Wikinger-Thema erinnert davon. Man kann ja auch eine Grundfarbe für das Handy eingeben. Da habe ich aber auf neutral gelassen. Und dann sucht ihr halt. <laughs> Sucht ihr euch das Thema raus, was euch am meisten gefällt, und dass die Bubbles hier halt äh, anstatt blau-grün sind oder rot oder gelb. So wie es euch gefällt. Müsst ihr euch ein bisschen rumsuchen mit Themen. <laughs> das ist leider halt nicht wirklich da beschrieben, welche Farbe das denn ist. Und wenn ihr das Richtige habt, das Richtige Thema gefunden habt, das was euch gefällt, ja, dann geht ihr auf Themes. Dann geht ihr ganz hier unten auf, auf diese Smiley und dann habt ihr hier eure Themen natürlich alle drinnen dann habt ihr ja gesehen, aber ihr könnt auch ganz unten drücken hier auf der linken Seite Themes anpassen und dann könnt ihr euch das Thema komplett anpassen und da seid da das heißt ihr seid da nicht begrenzt also ihr könnt ihr könnt alles einzeln einstellen ja ihr könnt auch einzelne Schriftarten runter dann könnt ihr hier alle dann einstellen aber ihr wählt einfach das Thema aus, wo euch die Grundfarbe gefällt und dann sagt er hier Sperrbildschirm, was der Sperrbildschirm sein soll, Startbildschirm, was der Startbildschirm ist, äh, Symbole, welche Symbole ihr haben wollt, ja, live und, so. und dann halt, ja, das ist der Bootloader, also mit was das ladet. Den habe ich noch nicht gefunden. Wenn einer von euch dann einen Tipp hat, wo man die kriegen kann, dann einfach mal her damit, weil man kann den einzeln hier einstellen. Aber man kriegt halt hier kein kein Bootloader zum Runterladen. Also Boot-Animation. Ja. Und hier kann man dann die ganzen Klingeltöne äh, verwalten und, und äh, einstellen. Kann ich euch ja mal zeigen. Ja. Wir gehen hier rauf. Oh, Entschuldigung. Themes. Dann suchen wir mal. Boot-Animation. T-Boot-Animation. Ne? Und wir finden keine. Ja, also da wäre halt, wer, wer da einen Tipp hat, äh, gerne raus damit, weil ich habe und mit dem 11T Pro suche und nichts gefunden mit dem nicht. Den äh, Scanner. Den könnt ihr euch aber auch hier oben hinpacken. Den habe ich mir hier hingepackt, dass ich da jederzeit zugreifen kann. Dann spart ihr euch halt praktisch eine App hier auf dem Gerät. Apropos Scanner. Ähm, Wenn es euch so geht wie mir. Ihr habt einen QR-Code. Nehmen wir mal an, das ist euer QR-Code. Den wollt ihr scannen. Funktioniert aber nicht. Weil der Scanner irgendwie nicht scharf schaltet oder was weiß ich. Dann macht am besten ein Foto davon. Oder wenn ihr das im Handy habt, ein Screenshot machen. Das ist halt einfach so, mit beiden, mit, mit, mit den Fingern von oben nach unten. Dann macht ihr ein Screenshot. Dann geht ihr in den Scanner. Und dann drückt ihr hier unten das Symbol. Ja, ich will es jetzt nicht machen, weil dann springe automatisch in die Galerie. So, und dann... Müsst ihr hier erstmal ein bisschen bestätigen, verwenden. Und dann können wir, haben wir hier irgendwo vielleicht einen QR-Code? Ja, hier haben wir einen QR-Code. So. Und dann hat er das gleiche scannt. Also ich habe gerade den QR-Code und dann kommen wir hier kopieren. Das ist halt äh, die Sendungsverfolgung von, von, einem, äh, von einer Rücksendung von äh, Amazon. Ja? Dann könnt ihr das ganz einfach so machen. Was auch geil ist, zum Beispiel, ähm, so, die Schrift ist ziemlich klein. So mache ich mir das dann immer. So. Ja. So. Ihr könnt euch dann einfach ein Foto machen. Das ist halt ein Standardtrick, den kennt ihr ja schon, aber passt mal auf. So. Und dann könnt ihr das auch lesen, was bei den Kopfhörern geht und was nicht geht. Und jetzt sagt ein Kumpel von euch, ey, was, was kann der? Wie viel Herz? Und, und, und schickt mir mal die, die Specs, was da hinten drauf steht. Einfach auf dem Bildschirm. Doppelklick. Hoppla. Entschuldigung. Ne, gedrückt halten jetzt, muss ich erstmal aktivieren. Und dann wird das markiert. Und dann könnt ihr euch das alles runterziehen. So. Und könnt sagen. Ja, wenn das Feld jetzt mal auftauchen würde. So. Kopieren. Dann nimmt ihr einfach ein Memo oder, oder schickt dem das oder was weiß ich. Ich öffne mal ein neues Memo. Neu. Und gedrückt halten, einfügen. Und schon ist alles da. Funktioniert super. Funktioniert wirklich, wirklich super. So, ähm, ich habe auch den Google Übersetzer drauf, die kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen, wenn ihr öfters mal was übersetzen wollt, jetzt von mir zum Beispiel Englisch-Deutsch, da ja, könnt ihr dann natürlich sprechen, ihr könnt schreiben, alles drum dran, aber was auch geil ist, ihr habt auch, könnt auch hier unten dieses Symbol drücken, zack, bestätigen, so, und dann nehmt ihr einfach hier die Verpackung, ich fotografiere jetzt hier mal er, hat er gleich übersetzt, so, ja, Englisch-Deutsch, Ah, jetzt hat er das, das ist unscharf geworden. So, also, ihr könntet live übersetzen. So, Luft. Oder dann halt ein Bild machen. Luft 4. Und übersetzen. Funktioniert super. Funktioniert mit allen Bildern, Screenshots, äh, was weiß ich. Kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen? Dann die Standardkamera kennt er ja. Ich habe jetzt hier noch keine Einstellung bei dem äh, äh, 13T Pro vorgenommen. Das muss ich nachher alles noch machen. Aber hier wir haben hier Dokumente, Portrait, äh, Pro. Ja. Den Leica-Style wählen. Aber hier oben so ein, haben wir oben so ein Feld. Diese, diese, da können wir den Leica-Style ändern. Aber das, darauf wollte ich gar nicht hinaus. porträt Nacht, mehr Wetter. Also wir gehen jetzt einfach mal auf normal Foto. Können wir hier oben HDR zum Beispiel einschalten oder ausschalten? So. Und wir haben auch diesen Modus ist der google modus nenne ich es mal ja? das ist praktisch oben bei dem pfeil links daneben so jetzt machen wir einfach mal von den kopfhörern ein foto so und dann zeigt er uns die kopfhörer an <laughs> funktioniert mit cola mit, mit irgendwelchen essen alle drohen dran So. Aber das ist halt nur so ein kleines Gadget, halt sozusagen. 4K, 8K. Für mich reichen Videos in 1080p aus, hat eine gute Qualität und der Speicher ist nicht so schnell voll. Oh, da war der Akku mal wieder leer Da habe ich ja sehr viele Akkus Heute verbraucht, jetzt gerade Ja, dann würde ich mich Jetzt auch erstmal verabschieden, wenn er, wie gesagt, noch Fragen zu MIUI Xiaomi 13T Pro 11T Pro, 12T Pro hatte ich nicht Ich habe, wie gesagt, alle Zwei Jahre hole ich mir ein neues Handy, weil ich meinen Vertrag verlängere. habe jetzt einen Euro für bezahlt Ist ein guter Preis Ja dann einfach in die Kommentare damit. Vielleicht kann ich euch noch ein bisschen helfen. Ich werde euch, wie gesagt, das Video mal hier oben in die Infocard verlinken. Das habe ich, glaube ich, als Short gemacht. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ähm, wo ich euch das auch nochmal gezeigt habe mit den Widgets. Ja, und wenn ihr noch Tipps für mich habt, in die Kommentare. Achso, mit dem, mit dem neuen Control Center, was wir hier haben. Ja, oder ein Control Center ist es ja nicht also hier mit ja, das geht bei dem MIUI 11 noch umzustellen bei dem 13 nicht ja, also praktisch ich guck mal hier beim MIUI 11 gerade mal nach äh, hier Benachrichtigung und Kontaktzentrum so heißt das äh, Benachrichtigung, Kontaktzentrum. So, da haben wir doch gefunden. So. Und da könnt ihr jetzt einstellen, wie ihr das haben wollt. Also, entweder das alte oder das neue. Und zwar hier unten haben wir das. Da Kontroll Kontrollzentrum Design. Aber dieser Punkt, Kontrollzentrum Design, fehlt hier bei mir. Hier zusätzliche Kernen, ja, zusätzlich da haben wir auch zusätzlich da ist alles da. Machen wir das Smart Home aus so, aber dieses Design, das man hier auswählen kann, also praktisch das neue oder halt das alte, der diesen Punkt gibt es unter miui 13 auf dem android also auf dem xiaomi 13 nicht mehr der ist komplett weg So, aber sonst ist eigentlich ja alles gleich ja, also wie gesagt einige sachen gibt es einige sachen gibt es nicht es kann auch sein dass ihr ein 13t habt oder nur ein 13 und da ist es dann doch noch da also, also, das ist bei Xiaomi immer so eine Sache. Mal ist es da, mal ist es nicht da. Ähm, shit happens. Aber ich wollte es euch noch gezeigt haben. So, aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Ich hoffe, ich konnte euch mit ein paar Tipps helfen. Wenn ihr noch Tipps, wie gesagt, für mich habt, einfach in die Kommentare posten. Ich bin jetzt weg. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ahoi. Das sagt euer Odin.